Sie haben eine Fotosequenz, da dokumentieren Sie einen Menschenraub. Können Sie diese Bildersequenz beschreiben im Detail? Welche meinen Sie denn jetzt? Na, ich hoffe, Sie haben das nicht so oft fotografiert, aber Sie haben doch... Meinen Sie jetzt den, der da festgenommen wurde? Ja. Ja, ich war durch Zufall, war wirklich ein Zufall. Ich habe denjenigen nicht dahin bestellt, ein junger Mann. Nach der Kleidung zu urteilen, muss es ein Westbürger gewesen sein. Ich stand an der Sektorengrenze Friedrichstraße und sah, wie ein junger Mensch, ich hatte das beobachtet gehabt, ich wollte an und für sich ein paar Aufnahmen schießen, hatte aber auch kein Teleobjektiv mit gehabt, sondern nur meine Rolle im 6x6, wollte da eventuell, wenn sich es ergibt, doch mal so ein paar Kontrollen aufnehmen, also wie Menschen irgendwie kontrolliert wurden oder mein Teil im Auto ist, wenn da so die Motorhaube oder so geöffnet wurde, dass ich das wieder mal auf den aktuellsten Stand hatte und sah, wie plötzlich ein junger Mann kontrolliert wurde und die Polizei, die Grenzpolizei hatte dann da so einen Holzpfahl und da befand sich ein Telefon dran. Häuser hatten die damals da noch nicht. Ja, und dann ging der da ran und telefonierte. Und das war ein Grund für mich, das erste Mal auf den Auslöser zu drücken. Und dann habe ich das weiter beobachtet. Nach meiner Erinnerung müssen es etwa 6 Aufnahmen gewesen sein, also so, die ich eine Serie zusammenstellte. Das heißt, die letzte Aufnahme ist, als er auf einen LKW, so einen kleinen Lieferwagen, geschubst wurde, wo er dann abgefahren wurde. Der Wagen fuhr los, ich guckte dann noch kurz und in dem Moment fuhren seitlich an der Mauerstraße ran 2 BMWs. Da stiegen je 4 Mann aus, junge Leute, mit einer Sonnenbrille, Hände auf dem Rücken, westlich gekleidet. Und die marschierten langsam gehend zur Grenze ran. Ich habe es dann vorgezogen, damals aus dem Grenzbereich wegzulaufen. Das wäre nämlich leicht gewesen, wäre nicht das erste Mal gewesen, dass man jemanden aus West-Berlin rübergezollt hätte. Denn womöglich wurden die informiert, da fotografiert einer vom Westen, holt euch den mal. Soweit sind sie dann doch nicht eingedrungen und ich war dann ganz schnell verschwunden. Weil wir wissen ja, dass eine große Anzahl leider Opfer Menschenraubs geworden sind. Nicht nur innerhalb West-Berlins und Westdeutschlands, sondern auch aus dem Ausland. Die haben ja so ja einen aus Israel entführen wollen. Nicht, also ich meine, ist ja alles bekannt geworden, aber eben auch aus der damaligen GSSR und Ungarn und so weiter, die dann per Flugzeug nach Ost-Berlin transportiert wurden. Meintheim Leute, die türmen wollten oder sonst irgendwie was, ja, die dann irgendwie glaubten, über diese Schleuse rauszukommen und die Stasi hat sie dann abgeholt, weil nämlich dann der dortige Geheimdienst Informationen gegeben hat. Naja, und ich meine, vorher haben sie vielleicht den einen oder anderen schon zur Flucht verhelfen können, aber sie wurden dann eben selbst Opfer und sind dann durchschnittlich immer so, kam drauf an, und unterschiedlich. Ich meine, ich kenne einen, der hat 15 Jahre mal gekriegt, aber ich kenne auch andere, die haben dann lediglich 13, 14 Monate bekommen. Denn man muss wissen, wer aus der DDR türmen wollte, wurde ja, nehmen wir jetzt mal hauptsächlich die 80er Jahre, wo er denn verstärkt doch solche Fluchtversuche gemacht wurden. Die Bundesregierung hat die freigekauft. Aber die Bundesregierung hat zur Bedingung gemacht, dass die eine Haftstrafe haben müssen von mindestens 12 Monaten. Und daraufhin hat die SED angeordnet, dass kein Richter eine Haftstrafe unter 12 Monate aussprechen darf. Das heißt, 13, 14 Monate und nach 7, spätestens 8 Monate wurden die dann freigekauft. Wir sagen dann immer dazu, wo wir ja nun wirklich ein politisches Motiv haben und nicht etwa über die Grenze springen wollten, das sind die Kanickel, die wir gewesen, die über die Grenze springen wollten, ist verständlich. Wer will nicht ein besseres Leben haben? Die haben gesehen, wie sie rauskommen. Normal kamen sie ja nicht raus. Also haben sie den Weg gesucht, dass sie eben gesagt haben, naja, also ich muss nur aufpassen, dass ich nicht umgelegt werde. Und dann sind die rausgekommen.